sind, findet er nicht so überzeugend. Aber das und das zentrale Aussagen, es gibt viele Artikel, ich habe die alten Sachen auch noch mal nachgelesen, aus der Debatte um Sarrazin vor 2 Jahren oder wann die war. Er sagt, im Kern sei das mutig. Ich frage mich, was ist daran mutig, wenn einer mit einem Riesenaufwand den Mainstream der Gesellschaft, der rassistisch durchtränkt ist, in die Öffentlichkeit befördert, so weit, dass in einer Riesenhalle bitte nicht so aufgeregt sein. Es wird ja schon, wir haben ja Zeit, ein bisschen. In einer großen, für mich, ich bin dann mitten in diesem merkwürdigen Land, in dem ich lebe und aufgewachsen bin, wenn in einer großen Halle in München Sarrazin eingeladen wird, ganz bürgerliche Journalisten eben oben ein paar Fragen, man soll ein Gespräch führen und das zarteste Gespräch, die zarteste Frage an ihn, die noch nicht mal eine Kritik genannt werden kann, wird unten von Hunderten von Leuten mobartig mit Gebrüll beantwortet, damit die nicht zu Wort kommen. Kann man das solche, Versammlungen habe ich während der Studentenrevolte auch von Linken erlebt, wo immer Mehrheiten ich möchte irgendwas sagen. Sie haben ein merkwürdiges Wort. Das merkwürdige Wort Mainstream. Mainstream ist sozusagen die Grundlage der Demokratie, dass die Mehrheit darüber entscheidet, was ist. Das ist die Definition des Mainstreams. Nun können Sie sagen, der Mainstream ist schlecht geleitet. Deshalb gibt es in demokratischen Staatsformen den Minderheitenschutz. Der soll ja sein. Aber den Mainstream von vornherein zu verteufeln, als ob alle Recht hätten. Sie hüpfen jetzt von einem zum nächsten. Na, wieso? Ich hüpfe überhaupt nicht. Sarrazin, noch mal ein anderes Argument würde ich gerne in die Runde werfen. Sarrazin geht noch auch etwas anderes. Sarrazin hat etwas gedacht, was der Mainstream damals auch als benennenswert fand. Er hat in seinem Buch, anders als in seinen Diskussionsbeiträgen, in den Diskussionsbeiträgen hat er diese unsinnige Genetikdebatte reingebracht. Aber in seinem Buch, in den verbesserten Auflagen, ist nichts, was zum Ausschluss aus der SPD gereicht hätte. Das spricht nicht für die SPD. Aber um noch mal bei Gauck zu bleiben und diese Verbindung herzustellen, wenn Gauck aus seiner Sicht als Oppositioneller in der DDR sagt, ich finde es mutig, dass sich da einer hinstellt und auch da wieder etwas benennt, was sich andere Spitzenpolitiker zumal in ihrer verklausulierten Sprache nicht trauen, einmal deutlich auszusprechen. Das finde ich mutig, dann finde ich das aus seiner Sicht sehr nachvollziehbar. Und er hat sich in einem weiteren Interview auch von den reinen Thesen des Herrn Sarrazin deutlich distanziert. Nein, nur von dem biologistischen Teil. Ja. Und das war ja nur ein bestimmter Teil. Aber das sind ja die entscheidenden Dinge. Und die empirische Dinge Basis des Buches, das sage ich jetzt nur als Wissenschaftler, nur zu Protokoll, damit es gesagt ist, wir können das hier nicht ausführen. Die empirische Basis ist von all den Leuten, auf die sich Sarrazin damals bezogen hat, dass das die Daten wären, komplett abgelehnt werden. Die haben zum Teil empört reagiert, dass ihre Daten komplett verfälscht wurden. Und in diesem Land, was so große Probleme damit hat, Menschen als fremd zu empfinden und so groß, viel größere Probleme als etwa in den USA oder in anderen Teilen der Welt, mit Menschen auszukommen, also schon das Erschrecken bei einem fremden Aussehen, behindert, dunkle Haut, sonst irgendwas, führt hier immer noch zu komischen Reaktionen. Dieses Land ist in dieser Hinsicht rückständig. Wie kann es da mutig sein, das zu bedienen und wie Sarrazin es gemacht hat, auch noch zu fördern? Wie kann ich da jemanden positiv finden, der das dann auch noch lobt, was er nicht aus keinem anderen Grund machen kann, als dass er sich dieser Mehrheit, die er da vielleicht zu Recht leider vermutet, anbiedern möchte. Suhal, ich sehe da nichts Heldenhaftes, was immer nur ein Heldentum ist. Also, was Sarrazin-Geschichte betrifft, absolut. Das hat mich auch sehr irritiert. Ich meine, ich bin nun mal türkischstämmig. Ich habe eine Familie, die aus der Türkei kommt und die war nach dieser Diskussion sehr verunsichert. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, welche Diskussion angestoßen wurde, außer wieder zu diskriminieren, dann noch verschärfter die Menschen irgendwie auszugliedern. Ich habe keine positiven Ansätze gesehen, die die Diskussion jetzt irgendwie angeschmissen hätte. Sehe ich anders? Ich habe immer das Gefühl, wenn Menschen sich zumindest mal gedanklich mit etwas auseinandersetzen, dann ist es zunächst mal gut. So nach dem Motto auch der katholischen Kirche, wenn die miteinander reden und sich nicht gegenseitig beschießen, ist es erst mal gut. Wenn man aber zu dieser Gruppe, in Anführungszeichen, gehört,
also diese ganzen Zahlen und wie man dann irgendwie genetisch irgendwie festgenagelt wird, dann ist das irgendwie nicht mehr lustig. Dann ist es auch nicht mutig. Dann fühlt man sich da einfach... ja, also es gibt ja auch kluge Bücher. Warum wird über die nicht vergleichbar geredet? Ja, und das hat mich jetzt ja irgendwie... immer die Scheißbücher. Die und ich war auch irgendwie ein glühend. Ich dachte, Gauck ist jetzt wirklich ein super Typ. Ich habe mich sowieso gewundert, dass der jetzt überhaupt irgendwie wieder... Wie finden Sie den, Herrn Gauck? Also ich würde gerne von ihm hören, dass er sich von dieser Sarrazin-Geschichte einfach wirklich distanziert und die Menschen, die in diesem Land leben, die gerne hier leben, die jetzt nicht unbedingt deutsch sind oder sonst irgendwas, die abholt und sie vereint. Gab ja den Vorgänger, der diesen berühmten Satz gesagt hat, der Islam gehört mittlerweile zu Deutschland. Und ich finde auch diesen anderen Satz, den er dann... Wannsee-Konferenz. Ja, aber auch den anderen Satz, den er in Ankara gesagt hat, nämlich auch das Christentum gehört zur Türkei, den fand ich sehr bemerkenswert, sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Wie fanden Sie diesen Satz und auch das Wirken von Herrn Wulff? Also mir persönlich ist dieses ganze Religionsding sowieso völlig wurscht, ehrlich gesagt. Da habe ich einen Volltreffer gelandet, mit der Frage. Weil, also ob Islam oder Christentum, das ist mir persönlich völlig wurscht, weil ich stehe auf dem Stand, einfach wirklich leben und leben lassen und das spielt für mich jetzt nicht so die Rolle. Aber ich habe mitbekommen, dass sich Freunde, türkische Freunde, Familie natürlich gefreut haben, dass da ein Bundespräsident ist, der das jetzt einfach mal irgendwie anders sieht und kein Problem macht und sagt, nee, das ist jetzt so, wir gehören da dazu. Und jetzt sind sie irritiert, dass irgendwie ein Gauck sagt, ja, Sarrazin ist irgendwie mutig. Ja, was ist mutig? Also vielleicht ist es ganz gut, wenn wir das jetzt Ganze einfach mal passieren lassen, bevor wir schon alles wieder zerfleddern. Ja, ist ja noch gar nicht losgegangen. Haben wir eine Verabredung, Frau Ditfurth, für die Zeit nach dem 18. März? Wenn die Bundesversammlung oder Ihnen dann... Haben wir dann eine Verabredung und sehen uns dann wieder? Ja, klar, können wir machen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann reden wir, oder möglicherweise nach 100 Tagen im Amt. Vielleicht ist das eine bessere Zeit, um eine kleine erste Bilanz zu ziehen. Wir können aber auch über andere Sachen reden. Ja, so interessant finde ich den nicht. Wir reden vor allen Dingen jetzt auch über das sehr, sehr lesenswerte Buch von Suhal, die ein Buch geschrieben hat über ihre Krankheit, Glasknochenkrankheit. Zunächst mal, was ist das? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Also ich habe mich vorhin dabei ertappt, wie ich sehr vorsichtig in die Hand gegeben habe. Und Sie sagten, kannst du ruhig machen. Fester drücken, ja. Genau. Fester drücken, ja. Nein, also es ist einfach ein Gendefekt. Da fehlt Kollagen in den Knochen und deswegen brechen die einfach sehr schnell. Und das heißt, wenn ich Ihnen jetzt diesen sehr festen Händedruck verpasst hätte? Dann wär die Hand nicht gebrochen, weil... Weil ja, ich so ein Schwächling bin, oder weil... Nee, weil ich so stark bin. Das ist das Problem. Nein, also bei Mädchen oder Frauen ist es so, es gibt ja verschiedene unterschiedliche Formen der Osteogenesis Imperfecta, wie sie im medizinischen Sinne heißt. Da gibt es verschiedene Abstufungen. Und meine ist halt eben die, sozusagen nach der Pubertät, wo die Knochen ein bisschen sich gefestigt haben und da jetzt eigentlich nicht mehr sehr viel passiert. Es sei denn... Wie viele Knochenbrüche hatten Sie in Ihrem Leben? Also ganz sicher an die 100. 100 Mal? Mit Gips und allem? Mit Gips, mit allem Schnickschnack. Oder gleichzeitig? Ja, manchmal gleichzeitig, war ein Arm und ein Bein im Gips. Also die Kindheit verbrachte ich eigentlich mehr im Gips als sonst irgendwie. Und Sie beschreiben das in Ihrem Buch, dass das teilweise schon ausreichte, wenn Sie einfach eine muskuläre Verspannung hatten. Genau, als Kind. Und wachen morgens auf und haben dann einen gebrochenen Knochen? Genau, das war eben als Kind. Und dann später als Jugendliche haben sich die Knochen verfestigt. Ja, es hat wirklich gereicht, dass ich mich erschrocken habe über etwas oder schlecht geträumt habe. Und wirklich vor lauter Anspannung war dann einfach ein Knochen ab. Wenn man dieses Buch liest, dann ist das auch deswegen faszinierend, weil diese Geschichte so faszinierend beginnt. Sie sind wo aufgewachsen? Wo geboren? Ich bin in der Nähe von Istanbul geboren. Das nennt sich Adapazarı, ein ganz kleines, ja, damals war es ein ganz kleines Dorf, heute ist es auch ein bisschen gewachsen. Da bin ich auch, die ersten 3 Jahre habe ich da gelebt, bis zu diesem Erdbeben eben und danach ging es dann nach München. Da gab es ein schweres Erdbeben und Sie waren verschüttet. Wie lange? 7 Stunden lang war ich verschüttet. Und meine Mutter war so traumatisiert und so schockiert, dass sie erstmal nicht sagen konnte, wo ich war. Und ich saß eben auf dem Balkon und habe gespielt. Und da ist das Dach und der Kamin runtergekommen. Und
Aber ich hatte einfach da auch Glück. Also ich war in so einem Hohlraum, wo man es irgendwie ganz, ganz gut überstehen konnte. Irgendwie. Sie waren 3 Jahre alt. Mhm, haben Sie eine wirkliche Erinnerung daran? Oder ist das mehr ein Gefühl? Nee, ich glaube, das sind die Erinnerungen, sind wirklich die Erzählungen. Und dieser Schock, der da noch heute bei meiner Familie irgendwie drin sitzt, wenn sie darüber sprechen. Mhm. Ich kann mich dann an die Zeit danach, kann ich mich dann schon erinnern. Ich kann mich erinnern, wie es dann immer heißt, oh, Suhail, jetzt gibt es nach Europa und da helfen sie dir. Und ich dachte mir immer, super, Europa, ich weiß zwar nicht, was das ist, klingt aber mal gut. Und dann bin ich nach Europa und dann erstmal ins Krankenhaus gebracht worden, was ich dann wiederum nicht so gut fand, weil ich da eben 3 Jahre lang gelegen habe. Mhm. Ja. Und da müssen wir aber auch nicht wirklich helfen. Sie sind da rausgezogen worden aus diesen Trümmern und waren praktisch übersät, wenn man das so formulieren kann, mit Knochenbrüchen. Also sie haben mich da rausgezogen, meine beiden Onkel haben mich da rausgezogen und da war wirklich jeder Knochen kaputt und sie dachten eigentlich, ich bin tot. Und dann haben sie mich irgendwie gewaschen, weil es eben dazu gehört. Der Islam sagt, der Leichnam muss am besten noch am selben Tag fest davon aus, dass sie tatsächlich tot sind. Genau. Ja. Und dann haben sie mich eben gewaschen, haben sie gedacht, naja, dann sollten wir sie wenigstens noch mal waschen, das Gesicht waschen. Und da habe ich dann die Augen wieder aufgemacht und hatte wohl beschlossen, noch ein Weilchen hier zu bleiben. Ja. Man hat aber sozusagen nur diese Verbindung Erdbeben, verschüttet unter Trümmern, Knochenbruch, die hat man hergestellt, aber nicht daran gedacht, dass da noch was anderes sein könnte? Nee, genau. Und dann im Krankenhaus hat man dann festgestellt, okay, Erdbeben schön und gut, aber da ist noch was anderes. Also dieses Kind ist jetzt nicht nur ein reines Erdbebenopfer, sondern da ist noch eine ganz massive Behinderung da, die man wahrscheinlich in der Türkei nicht entdeckt hätte, aber woher auch? Also, Sie schreiben auch, das Erdbeben war ein Glücksfall für mich. Für mich war es auf jeden Fall ein Glücksfall, weil ich dadurch dann rausgekommen bin aus diesem Land, wo ich dann vermutlich auch nie in die Schule gegangen wäre. Nehme ich mal an. Und du bist als Erdbebenopfer nach Deutschland gekommen. Genau. Ach so, das wusste ich nicht. Okay. Genau. Schöne Geschichte, die zeigt, wie das Leben so spielt und dass auch in einer großen Krise ein sehr konstruktives Moment drinstecken kann, finde ich. Ja, ja, also wie gesagt, für mich war es wirklich das Beste, was mir passieren konnte in dieser Situation, da rauszukommen und dann hier meinen Weg zu machen, der natürlich dann auch mühsam war. Es ist jetzt nicht so, dass die hier alle auf mich gewartet haben und das ganz toll fanden, dass ich jetzt da war. Aber ich hatte halt hier einfach andere Möglichkeiten. Ja. Sie sind dann nach Deutschland gekommen, nach München, konnten dort behandelt werden, weil ein Onkel in München lebte, verheiratet mit einer deutschen Frau. Mhm. Und es folgten dann... Meine Tante Sibylle aus Wuppertal. Tante Sibylle aus Wuppertal. Schöne Grüße. Ja. Ja. Und es folgten dann 3 lange Jahre im Krankenhaus. Mhm. Was haben Sie für Erinnerungen an diese Zeit? Also, dass mich die Krankenschwestern und die Ärzte sehr gerne hatten. Also, ich war dann praktisch so das Stationskind und ich durfte dann immer mit den Ärzten mitkommen, wenn Spritzen gegeben wurden, damit sie sehen, dass sie auch andere schlecht behandeln, nicht nur mich. Ja. Und sie mochten mich irgendwie. Und für mich war das dann irgendwie auch völlig normal. Ich dachte, das ist so. Mhm. Ich wohne da jetzt. Das ist so meine Ersatzfamilie. Und meine Eltern kamen natürlich ab und zu mich besuchen. Aber für mich war das irgendwie, da bin ich jetzt zu Hause, da gehöre ich hin. Und umso schlimmer war es dann, als es dann hieß, jetzt muss ich in die Schule. Und das fand ich irgendwie ganz furchtbar. Weil ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich schon wieder weg. Und ich dachte, ich muss jetzt wieder ganz weit wegfliegen. Mhm. Weil für mich immer weggehen immer hieß, weit weg. Weit weg. Genau. So, und sind dann gelandet in einem Heim für Körperbehinderte. Genau. 10 Jahre lang. 10 Jahre lang. Was war das für eine Zeit? Was für eine Erfahrung? Also die Zeit, die hat mich gelehrt, sehr gut auf mich selbst aufzupassen und wirklich die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, okay, hier kümmert man sich darum, dass ich satt bin, dass ich schlafen kann, in Schule machen kann, aber mehr nicht. Und also waren Sie einsam da? Ich war nicht einsam, weil ich ziemlich alle Mädels dann gleich um mich geschart hatte und deren Sprecherin dann irgendwann wurde, die Kämpferin für nee, also da war ich nicht einsam, im Heim nicht, dann zu Hause war ich dann einsam, weil ich da natürlich nur meine Geschwister hatte, die mich nicht kannten, die ich nicht kannte. Und, Sie sprachen ja die Sprache dann auch Ihrer Familie praktisch gar nicht mehr. Ich habe wirklich eines Morgens im Krankenhaus bin ich aufgewacht und hatte dann diesen wunderbaren Satz, ich möchte Tee bitte, den hatte ich plötzlich drauf.
und hat aber gleichzeitig Türkisch vergessen oder ja, einfach nach, ganz nach hinten geschoben, weil ich gemerkt habe, die Sprache brauche ich jetzt nicht. Ich muss jetzt was anderes sprechen, damit man mich versteht, damit ich verstehe, was die da einfach mit mir sagen. Und ich glaube, das war einfach so ein Überlebensinstinkt, ein weiterer, der dann gesagt hat, du musst diese Sprache verstehen, damit du hier weiterkommst. Wenn man sie so hört oder ihnen zuhört, dann kriegt man den Eindruck, damit kann man leben, damit kann man umgehen. Aber wenn man dieses Buch mal genauer liest, da gibt es ganz bittere Momente. Also diese panische Angst, sich wieder an den Knochen zu brechen beispielsweise. Warum? Die war da, weil ich eine ganze Zeit lang immer einen Vorwurf bekommen habe. Also weil ein gebrochener Knochen bedeutet Pflege. Das heißt, da brauche ich Hilfe. Das heißt, ich kann dann nicht mehr alleine mich versorgen. Und das war denen einfach lästig. Also ein Kind, das man dann irgendwie mit einem gebrochenen Arm und Bein, musst du dann füttern, musst du dann schieben. Und das wollten die einfach nicht. Und da gab es dann schon so Momente, wo ich dann einfach auch einen Arm, wenn es jetzt nicht so furchtbar wehgetan hat, auch nicht gesagt habe, dass ich mir den gebrochen habe. Und irgendwann sind natürlich dann die Schmerzen so schlimm, dass man das natürlich sagen muss, ja, um versorgt zu werden. Falsch zusammen. Ja, aber das, da bin ich Expertin, das falsch gewachsenen Knochen. Das ist schon. Aber was Sie sagten, man kann mit so einer Behinderung ein total glücklicher Mensch sein und zufrieden sein. Das ist nur etwas, was sich viele nicht vorstellen können und das dann in Abrede stellen oder zu hinterfragen. Und ich glaube einfach auch nicht, dass man an einer Behinderung zerbricht. Das kommt darauf an, was man für ein Mensch ist und wie man diese Dinge handelt. Wann wurde es denn besser? Wann hatten Sie das Gefühl, ich kriege das alles langsam so zusammen und irgendwie auch in den Griff? Die Knochenbrüche oder insgesamt, das Leben? Insgesamt, so Ihr Leben, ja. Und auch die Brüche natürlich. Also das Leben, ich bin ja mit einem Hauptschulabschluss ohne Quali irgendwie entlassen worden, war 18 Jahre alt und fand, das ist ziemlich wenig, um irgendwie zu bestehen. Und mein Wunsch war einfach zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Institutionen. Ich möchte einfach keine Pädagogen, Lehrer mehr um mich haben, die mir sagen, das geht nicht, das kannst du nicht. Also das ist eben so ein Satz, den ich irgendwie immer gehört habe, das kannst du nicht, das geht nicht. Und darauf hatte ich einfach keine Lust mehr. Und dann habe ich gedacht, ich wollte auch nicht in ein Kunsthandwerk. Ich habe jetzt nichts gegen Kunsthandwerke, das sind ganz wunderbar. Ich wollte da nicht hin und habe eben dann versucht, mich weiterzubilden, Schule zu machen, Politik ein bisschen zu studieren und dann auf die Journalistenschule zu gehen. Und also so richtig losgegangen ist eigentlich mit 26. Vorher habe ich wahnsinnig kämpfen müssen. Wie leben Sie heute? Es gibt eine Geschichte, die mir im Kopf geblieben ist, Stichwort Autofahren. Was hat es mit dem Autofahren auf sich? Warum ist das so wichtig für Sie? Also Autofahren ist deswegen wichtig, weil ich damit erstens mal einfach meine Einschränkung kompensieren kann. Und ich komme von A nach B, ohne irgendjemanden bitten zu müssen. Das ist für mich wirklich total wichtig. Auch, ich meine, ich fahre wirklich alles mit dem Auto. Ist vielleicht jetzt nicht umweltfreundlich, aber gut. Das nehme ich jetzt in Kauf. Und das ist deswegen auch so wichtig, weil da für mich dieselben Regeln gelten. Also ich muss auch an einer roten Ampel halten und kann nicht einfach fahren und sagen, ich bin ja behindert, also es gibt bestimmte Sonderregeln. Diese Sonderregelungen, die schränken einen dann auch so fürchterlich ein. Ja? Also es ist schon gut gemeint, aber wenn es dann heißt, Moment, Sie dürfen hier nicht rein, weil wir haben nur drei Plätze aus Ihrer eigenen Sicherheit, dann ist das einfach echt lästig, sowas. Sie leben in einer Beziehung. Wo und wie haben Sie Ihren Freund kennengelernt? Tja. Darf ich das fragen? Ich sag's ganz, ganz kurz. Also wir hatten gemeinsame Bekannte und haben uns vorher aber anderweitig unterhalten. Anderweitig unterhalten heißt Sie... Getippt. Also wir haben uns in einem Forum, in einem Chatforum, Internetforum zu einem Thema irgendwie erstmal unterhalten und haben festgestellt, das ist ja heute gang und gäbe. Ja, aber mir ist das irgendwie total peinlich. Nein. Nein, aber wir haben festgestellt, das macht der Panzer auch, Mensch. Wir haben festgestellt, dass wir gemeinsame Bekannte haben und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit lang behauptet, wir hätten uns eben über diese Freunde kennengelernt. Ja, aber jetzt ist es raus. Okay. Ja, das ist doch auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde es total peinlich.
Nein, aber ich meine, ich arbeite ja auch den ganzen Tag. Ich meine, ich habe einen 40-Stunden-Job. Hören Sie, Sie müssen sich überhaupt nicht rechtfertigen dafür, wie Sie Ihren Freund kennengelernt haben. Die alte Frage würde ich aber gerne stellen, in dem Zusammenhang. Wie ehrlich waren Sie da zu ihm von Anfang an? Da haben wir ihm gesagt, pass auf, ich muss dir da was erzählen. Mhm. Ich bin nicht sozusagen körperlich zu dem in der Lage, wo du möglicherweise in der Lage bist, auf den Mount Everest zu steigen oder was auch immer. Es ging ja auch gar nicht so sehr darum, dass man sich jetzt irgendwie einen Partner da angelt, sondern es ging ja um irgendwelche verschiedenen Themen. Mhm. Und na klar, sage ich dem, also pass mal auf, ich bin nur 1,30. Er zweifelt das im Übrigen immer noch an, dass ich 1,30 bin. Ich weiß es selbst gar nicht, weil es mir auch wurscht ist, wie groß. Ja. Er glaubt, dass Sie größer sind. Nee, er glaubt, dass ich kleiner bin. Im Sitzen. Ja, nein, natürlich. Was soll ich da groß verheimlichen? Also, das gehört ja zu mir. Und für mich ist es ja kein Problem. Ja. Ich bin damit... Mhm. Wie begegnen Ihnen Menschen? Sind die verunsichert? Gehen die ganz selbstverständlich mit Ihnen um? Wie ist das im Jahre 2012, wenn man in einem Rollstuhl sitzt? Das sind ja so Dinge, über die man sich nie so Gedanken macht im Alltag. Ganz unterschiedlich, je nachdem, was ich für einen Typ Mensch mir einfach gegenübersteht. Also, es gibt immer noch dann die Ärzte, die dann zum Beispiel mich erstaunt angucken und sagen, ja, wo ist denn Ihre Begleitperson? Und ich sage, welche Begleitperson? Nee, also das war jetzt einmal wieder. Wird Paul Panzer auch gefragt, sagt er gerade. Ja, wahrscheinlich. Und dann sage ich, nee, wieso? Wieso Begleitperson? Da meinte er, dürfen Sie das denn alles unterschreiben hier? Und ich denke, ja, es ist mein Leben und das darf ich. Ich darf, ich bin nicht entmündigt. Wir reden über Ärzte, ja? Da gehst du nicht mehr hin. Wir reden über Ärzte. Über einen. Da gehst du nicht mehr hin. Nein, da gehst du nicht mehr hin. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt, aber das klingt eher nach, lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Ne? Nein, also ich, wirklich ganz unterschiedlich. Und ich glaube auch, dass die Leute relativ bald merken, dass ich ja jetzt auch nicht so ein Verkorkster und so vom Mitleid, Selbstmitleid zergehe. Nein, überhaupt nicht. Wie leben Sie praktisch im Alltag? Wie ist das organisiert? Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe eine sündhaft teure Wohnung in München. Sündhaft teuer? Ja, München ist einfach teuer. Da habe ich eine Wohnung, eine Dreizimmerwohnung und wohne da alleine. Mein Freund lebt ja blöderweise im Raum Stuttgart. Mhm. Und dann gehe ich arbeiten, komme abends wieder, lege mich aufs Sofa. Ich meine jetzt eher so die technischen Dinge. Also haben Sie da auch, gibt es da Pfleger tatsächlich, die mal zur Seite stehen? Pfleger, oder Menschen, die mal putzen? Also ich habe keine Pfleger, ich mache alles tatsächlich selbst. Ich habe nur ganz tolle Geschwister, die mir dann sehr, sehr helfen. Ich habe natürlich jemanden, der mir dann ab und zu mal die Wohnung irgendwie putzt oder so und beim Einkaufen hilft. Aber so ich muss meine Wäsche selber waschen und auch bügeln. Da leiden Sie, ja, das muss ich auch. Das ist, ja. Das ja, ist ein Schicksal. Irgendwie. Geht da kein Weg dran vorbei. Ja. Nein, ich leide nicht. Also ich bin einfach eine ganz normale berufstätige Frau. Die was arbeiten Sie? Ich bin Journalistin. Ja, ich, genau. Beim Fernsehen auch. Sie arbeiten beim Bayerischen Rundfunk, ne? Bei den Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Genau. Also ich sag mal, wenn Sie mal was suchen im Großraum Mainz, sagen Sie Bescheid. Ich habe da Kontakte. Ja. Nee, Großraum Stuttgart ist doch jetzt Thema. Großraum Stuttgart. Mainz doch jetzt gar nicht. Ja. Was macht Ihr Freund beruflich? Der ist Ingenieur, ein Wirtschaftsingenieur. Der arbeitet in einem Verlag. In einem Verlag, ich hätte jetzt gedacht. Der SWR hat auch ein Mainzer Büro. Also. Ja. Sehr gut. Ich will auch sagen, nach Mainz. Meine ich natürlich. Ich will nicht nach Mainz. Großartiges Buch, Ungebrochen. Buch, einen tollen Titel auch, finde ich. Toller Titel, in jeder Hinsicht. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für eine wunderbar launige und auch streitbare Sendung. Dann herzlichen Dank Ihnen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Jutta Ditko. Wir sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Dieter Tappert alias Paul Panzer. Hast du jetzt die Schuhe ausgezogen hier? Ist dir warm, oder was? Hast du die Schuhe ausgezogen, weil du mit den Schuhen nach jemandem werfen willst? Oder ist das einfach... Nein, die sind neu. Pass auf, es ist so. Nein, jetzt kommt das, was ich anprangere. Ab die sind Größe, Nummer zu klein, oder? Pass auf, bis Größe 44, 29,99. Da drüber 20 Euro teurer. Das ist zu klein. Das ist eine Sauerei. Und jetzt habe ich die Nummer, kleiner genommen, weil es billiger ist, aber tut auch mehr weh. Ja, verstehe. Da kriegst du mehr für weniger Geld.
auch mehr Schmerzen. Das erinnert auch so geil. Ganz schlecht ein Witz, wo die Verkäuferin sagt, die Schuhe werden die ersten 2 Wochen drücken, dann sagt er, ich ziehe sie erst nach 3 Wochen an. Also das ist ungefähr die gleiche Logik. In diesem Sinne bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Helmut Karasek und bei Eckart von Hirschhausen. Gutes Gelingen für CD und Buch. Dir viel Spaß auf deiner Tournee, Dieter. Und das war's für heute. Jetzt die Kollegin von heute Nacht. Morgen sind wir dann pünktlich wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss. Herzlichen Dank.